Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Dragon Quest XI. Ich bin es, SimMuffix. Beim letzten Mal sind wir von den Zuhause der Seher wieder hier auf die normale Welt zurückgekommen, sage ich jetzt mal. So, wer bist denn du? Ist es möglich? Sag, werter Wandersmann, seid ihr vielleicht Maxi, der Krumpitz von Eschenburg? Nein. Versucht es nicht zu verbergen. Man sieht es sich an, eure adlige Abstammung auf den ersten Blick. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass ihr derjenige seid, auf den wir so lange gewartet haben. Aha! Entschuldigung, habe ich ja komplett vergessen. Ja. Kurz zwei Sachen, bevor wir weitermachen. Also, wie gesagt, wir sind herabgestiegen. Wir hatten den Auftrag, hier die Setzlinge zu finden, ne? Auf der ganzen Welt. Und zwei haben wir schon gefunden. Der dritte Setzling fehlt noch. Der liegt jetzt eigentlich da hinten. Und damit sollten wir hoffentlich eine Möglichkeit finden, ne? Zu Käse zu kommen. Ihr wisst schon, dieses hässliche, fette Monster. Nun gut, zumindestens, bevor wir das jetzt erstmal machen, kehren wir jetzt ja im Endeffekt nochmal zurück. Wir waren ja in Klatschmandu schon mal, und das ist ja aber ja in der anderen Zeitperiode passiert. So, Großmann Penger wartet euch, seit dem Tag eurer Ruhe. Bitte, lasst euch nicht länger warten. Ihr findet Großmann auf dem Platz des Bühnen hinter der erhabenen Halle, dem Gebäude am oberen Ende der Treppe. Bitte geht gleich dahin. Das ist natürlich geil, weil die Priesterin ist ja eigentlich theoretisch gestorben. Und sie hat jetzt überlebt, aus dem ganz einfachen Grund natürlich, dass die Welt nicht untergegangen ist. Das heißt, wir können sie dann, Großmeister Peng dann auch hier besuchen. Das machen wir, aber davor berühren wir jetzt erstmal den Setzling und schauen. Wir wissen ja, irgendwas hat es mit Ketos zu tun und dem Schwert des Lichts. Schauen wir mal, ob wir nun die ganze Wahrheit herausfinden. That was Cetacea we saw, wasn't it? Flying toward the Dark Star. I suppose that means she really was the key to breaking through to the Dark One. But what exactly do we need to do to dress her up like the old heroes did? In another pickle, are we? Where did you spring from? If you're looking to give Cetacea a little more oomph, you'll be needing the help of the sage, Serenica. But to do that, you'll need to find her, of course, which will require another memory. Another one? But we've visited all the seedlings. Come a little closer, would you, Veronica, dear? My eyes aren't what they used to be. Yes. You're not quite as you should be, are you? Why does that matter? Here, pop this on for me. Serena, join your sister over here, will you?
As I'm sure you're well aware, your destiny is to guide the Luminary. When the two of you get together and pray with all your hearts, well, then miracles can happen. But this wasn't possible with Veronica in her reduced state. Who are you? Who are you really? Now, are you ready to fulfill your destinies? I'll need you to pray like you've never prayed before. Can you do that for me? What could this mean? I think it means they've turned into a tree? Come closer, Luminary. The tree has something to show you. Der Satz war so geil von der... Okay, sie haben sich in den Baum verwandelt. Nun gut, Veronica ist wieder in ihrer alten Form, was ich schade finde. Ich finde sie... gewachsen sind die Typen in der Zirkel, dass man... Das bin ich ja nicht gewohnt. Ich glaube, das Juwel nehmen wir und verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Ich glaube, wir können in Urlaub fahren. Nein, aber dann werden die wieder klein, ist mir wurscht. Das war also die ganze Zeit ihr Schicksal. Wir wussten ja, dass sie dem Lichtbringer den Weg weisen sollen. Aber, dass sie sich deswegen in der Baum wollen, Mann, das hätte ich nie erwartet. Ich glaube, du wirst gleich etwas mehr darüber erfahren, was damals zu Edwards Zeit passiert ist. Warum schaust du dir nicht an, was der Baum zu sagen will? Ich will lieber noch unsere Kommentare haben. Erst verwandelte er Veronica in ihre wahre Gestalt zurück und dann verwandelte er sie und ihre Schwester in einen Baum. Wie heißt sie wirklich? Wer ist diese Seher? Ich dachte, es sei eine Seherin. Spürst du sie, mein Lieber, die wunderschöne Energie des Baums? Warum stellst du nicht an, was die Mädchen dir zeigen wollen? So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Ich fühle mich schon reiner, wenn ich mir den Baum ansehe. Dann müssen wir Jade wieder unrein machen. Oh, aber erst nach dem Abenteuer hier. So, ein Baum, das, tja, jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ja, dass Frauen sich in irgendeinem Baum verwandeln, damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Aber nun gut. Veronica und Serena haben eine neue Gestalt angenommen, um ihr Drossel näher zu kommen. Ihre Gebete können vom Weltenbaum nur direkt erreichen und dich auf ihrem Weg führen. Tritt näher, Lichtbringer. Der Baum will euch was zeigen. Also, Baum, Verena, Veronica, es ist meine Ehre, euch zu treffen. Hi, Baum, Baumrika, Baum, Serebaum. Morkant, wherefore wouldst thou? This is the might of the Dark One.
of all the lowdown. Betrayed by the very man he trusted most. That's how the Luminary of Legend died? The poor thing. The tree is still glowing, I see. I rather think it might have more to show you. Also, das war jetzt echt krass. Hagrimmar, ich denke, man muss keine Genie sein, um das hier sich zu ermitteln, hat den Lichtbringer umgebracht, um dann die Kraft von Karl Lasmus hier zu erhalten, bevor... Oh, sorry, die Federn sind in Henrys Gesicht. Bevor er hier, bevor Edwin ihn hier umbringen konnte und die Kraft versiegelt hat. Wahrscheinlich hat er deswegen verhindert, dass Kalasmus wieder zurückkehrt, weil er weiß, wie mächtig der ist. Und Hagrimmar wollte das mächtigste Wesen auf diesem Planeten sein, aber es gibt noch was Schlimmeres. Ich kann einfach nicht glauben, dass der Astar einen Freund so etwas antun könnte, nachdem sie zusammen so verdächtig gemacht haben. Es sieht einfach furchtbar. Edwin hat Hagen vertraut und er fällt ihm in den Rücken. Ah, es ist ja so traurig. Ich hoffe, keiner von euch fällt mir in den Rücken, weil ich dachte irgendwie, unsere Party ist das ähnliche wie Edwins Party. Naja. Also war Edwin gerade dabei, Kalasmus zu erledigen, als Hagi ihm den Rücken fiel. Aber warum? Was hat ihn dazu getrieben? Machtgier. Ich kann es mir noch nicht fassen. Edwin wurde von einem Mann getötet, der ihn für seinen Freund hielt. Aber ich würde wetten, dass er noch mehr hinter dieser leidigen Geschichte steckt. Schauen wir mal, was der Baum sonst zu sagen hat. Kann es sein, dass Edwin wirklich so gestorben? Ein lägender Herd sollte nicht auf diese Weise draufgehen müssen. Aber was ist aus den anderen geworden? Vermutlich hat der Baum noch etwas mehr zu sagen. Ja, über die Jade, also die Serenica und den Krieger hier müsste noch was erzählt werden. Also hat Hagen Edwin getötet, um die Macht des Finstern zu stehlen. Aber sie haben doch so lange Seite an Seite gehabt. Wie konnte er ihm einfach so verraten? Ich denke, das würden wir nun erfahren. No weapon save the Sword of Light may end the Dark One's life. Cannot be used. No luminary now. Only he may wield. Thus cannot kill, but can imprison. Serenica. Friends! Lend me thy powers, that I might bind him and banish him forever! Serenica, what doth the future hold for thee? The Sword of Light belongeth with the World Tree. I mean to bear it thence. Thereafter, I shall venture forth upon a quest. I shall seek him out. I shall find him. Edwin, my love, I will be reunited with thee. I swear it. Thank you.
sphere. I need only shatter it and... That's so sad. So Erdwin's lantern was no star, nor was it the Luminary's final resting place. You've done as you were meant to do, girls. You've given the Luminary the guidance he needed. We saw it too. We saw what happened to Serenica. What she became. She's still there, you know. Up in that tower. And she still holds the key to defeating the Dark One. How come you know about all this stuff, anyhow? Didn't it all happen centuries ago? How indeed, my inquisitive young friend. Perhaps I had better show you. Huh? What? You? Yes, me. Morkant. Erdwin's erstwhile companion. Damit hätte ich jetzt in 100 Jahren nicht geredet. Als er sich gerade verwandelt, dachte ich mir, Alter, er ist Hagen. Ich hab's sofort gesehen, aber davor, ich wäre nicht drauf gekommen, Mann. Das ist Hagen, der Edwin getötet hat. Den im Endeffekt verhindert hat, dass Chaosmus zerstört wird. Und das für Macht. Hilft uns jetzt hier, seinen Fehler wieder gut zu machen? Und Serenica hat eigentlich wirklich ein furchtbares Schicksal gehabt. Schlimmer als der Tod. Anstatt mit ihrer Liebe ihm wiedervereint zu werden, wurde sie zum hier Hüter des Zeitenturms, was aber dazu geführt hat, dass sie auf ewig hier verdammt ist, auf Jahrtausende, als in dieser Geisterform ist. Furchtbar. Das hier war also die ganze Zeit Hagen? Aber ich verstehe das nicht. Warum sollte der Mann, der Edwin verraten hat, nur uns helfen wollen? Ich hätte darauf wetten können, dass das Hagrimor ist, Mann, dass Hagen Hagrimor ist. Das ist also Hagen, Edwins Mörder. Aber warum? Ich verstehe noch immer nicht, warum er so etwas derartiges tun würde. Ich erinnere mich noch genau. Ich schlief und hörte plötzlich eine Stimme. Sie sagte mir, ich würde den Lichtbringer irgendwo tief unter der Erde begegnen. Das war seine Stimme. Er hat immer gesagt, eine Seherin. Oh, das hört mir jetzt auch an. Eric hat immer gesagt, eine Seherin hat ihm gesagt, er muss den Lichtbringer finden und... Hang! Und nun stellt sich heraus, dass der Seher tatsächlich einer von Edwins Gefährten war. Das ist alles irgendwie ziemlich viel auf einmal. Und diese Seher ist das Böse in Person eigentlich, Mann. Edwin und Serenica liebten einander, aber der Verrat eines Freundes hat sie auseinandergerissen. Was für eine Tragödie. Sie hätten für immer zusammen sein sollen, aber Hagen trieb sie auseinander. Er hat eine unvorstellbar furchtbare Tat begangen. Immerhin erklärt das, woher der Seher so viel wusste. Es war kein geringer als Hagen persönlich. Das alles wirft allerdings Frage auf als Beantwortung. Komm, Junge, sehen wir mal, was er noch zu sagen hat. Alter, also ich möchte jetzt nicht mit den anderen noch labern, weil ich will wissen,
Wieso dieser Typ uns über das ganze Spiel geholfen hat, uns gerettet hat, wenn ihr euch an das, an Molchio oder so erinnert, uns angewiesen hat. Und wieso? Oh, das Spiel wird richtig spannend, Mann. There was a voice, you see. A voice inside my head. As Erdwin raised his sword to smite the Dark One, it spoke to me. Strike him down, it said. Kill him, and I will grant you power beyond your wildest dreams. I tried to close my heart to those intoxicating words, but before I knew what was happening, my friend lay at my feet. The Dark One's power filled me, corrupted me, poisoned my mind. I became Mordiggan. But even then, a part of me held out against the darkness. In time, it took on its own form, and that is who stands before you now. Now Mordiggan is defeated, and so I too must fade. But I have one last prophecy for you before I go. The Timekeeper awaits you, Luminary. In a place north of the World Tree, the power of the Watchers will take you there. Now, go and give the Dark One our hiding, and bring this story to an end. There he goes. I guess we'd better get moving, huh? Sounds like we need to go see the Watchers. Also ich muss jetzt sagen, als erstes wäre ich eigentlich zum Turm der Hochter gegangen. Aber das ist jetzt alles wurscht, weil bevor wir das machen, gehen wir erstmal hier zu unserer Lehrmeisterin. Ich möchte nämlich, also für Bodo freut mich das übrigens. So, ich hoffe, das Kamehameha, kann er das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Wir werden gleich herausfinden. Bis jetzt war es noch nicht nötig, dass er das einsetzt. Schauen wir mal. Der Platz der Prüfung. Hoffentlich haben wir eine schöne Wiedervereinigung. Das hoffe ich mir. Ein paar dieser Puppen mit positiven Gefühlen abzustehen, weil das war ja wirklich alles hier echt richtig, richtig furchtbar, Mann. Hey, alle sterben. Alles ist grausam. So mag ich das gar nicht, hä? Wo ist denn hier? Ach, am Platz der Prüfung. Achso. Wo ist denn der Ding, der Dalai Mini-Lama da? Der ist nicht hier. Okay, dann. Gut. Dann? Lauf mal lieber dahin. So, wir haben eine Halle. Ne, warte, da kommen wir her. Da müssen wir lang. Prince of Dundrasil, to Anguilar. I am Pan, Grand Master of the Temple. We humbly swear to honor the ancient agreement, to accept you as a disciple, and cultivate your physical and spiritual strength as best we can. What's the matter? Too many long words? Fine. Allow me to explain it all in terms you'll understand. For as long as anyone can remember, the sons of the Drasilian royal family have been sent here to be educated for 6 years of their youth. As the Crown Prince of Dundrasil, you too were supposed to have come here as a boy and trained under me. When your homeland was destroyed by monsters, the world thought you dead. But still, we held out hope. For many long years, we have awaited your coming. Oh. It's been a long time, Master Pang. Forgive me for not visiting ye sooner.
My dear Robert, it has been rather a long time, hasn't it? I must admit, I had thought we would only meet again in the next world. Speaking of which, you look like you've seen a ghost, boy. Though I must admit, I have a similar feeling. It's as if we've met before somewhere. Strange. But I'm getting ahead of myself. I would so like to have a nice, long chat with my lovely new disciple. But there are more important matters at hand. Even from half a world away, I can feel the evil aura emanating from the Dark Star. It is a body of unfathomable wickedness. You mean to destroy it, don't you? Well, it just so happens that there's a special training regime here at the temple that should prepare you to do just that. We call it the Wheel of Harma. I will summon forth a constant cycle of fiendish foes that will push your powers to the very limit. Many have attempted to conquer the wheel, but though the trial has existed for a millennium or more, none have succeeded. If you're feeling brave, speak with the High Lama. Grandmaster, I have spent years practicing everything you taught me. Focus, discipline, abstinence. Let me show you what I can do. Very sprightly. I'd like to see how you come along, Rab. You certainly seem a lot more focused than when we last met. Oh, I'm focused, all right. Come on, you young whippersnappers. What are we waiting for? I have a thing or two to show you. I take back everything I said. Come here, Robert. We have a record to break. Hey! Ah! Awesome, Mann. Richtig awesome, Mann. Okay, liebe Leute, Vaterdrang ist, hört sich irgendwie nicht so gut an. Da schicke ich Bodo vor, der Mann ist... Super gut, super level, Mann. Okay, damit haben wir den Part doch schön beendet. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Beim nächsten Mal gehen wir zu den Seern zurück und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis dahin und rein auf Wiedersehen. Ciao.